An diesem Video arbeite ich jetzt seit einem halben Jahr. Und nein, heute geht es nicht um Parfum wie normalerweise, sondern heute geht es um, das hört sich jetzt so hochtrabend an, aber um Lektionen des Lebens. Ja? Falls du mich noch nicht kennst, herzlich willkommen. Ich bin die Leni und ich feiere heute, morgen, die Woche irgendwann mein vierjähriges YouTube-Jubiläum. Ich bin jetzt seit 4 Jahren auf YouTube Content Creator. Seit 4 Jahren ist Social Media mehr oder weniger mein Job, was ich nie gedacht hätte früher, dass das mal passiert. Was ich mir auch nie gewünscht hätte, dass es passiert. Aber so ist es. Und in diesen 4 Jahren habe ich viel gelernt. Nicht nur über den Job, sondern auch über mich und die Welt und wie sie funktioniert und was nicht funktioniert. Und ich habe mir gedacht, ich würde gerne einige Erkenntnisse davon mit euch teilen, weil ich glaube, dass es vielen von euch helfen kann, auch wenn ihr kein Creator seid, bei euren Zielen, eurer mentalen Gesundheit und eurer Zufriedenheit im Leben. Und nein, ich glaube nicht, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Ich habe einfach momentan das Gefühl, dass ich ein paar Dinge in meinem Leben verstanden habe, wo ich mit Sicherheit weiß, dass sie funktionieren, für mich zumindest. Und ich glaube, dass sie auch für andere Leute funktionieren können. Deswegen nehmt euch heute aus diesem Video die Dinge mit, die euch was bringen. Ignoriert die Dinge, mit denen ihr nichts anfangen könnt. Das ist auch egal. Schaut einfach mal, ob was für euch dabei ist. Nummer 1. Just start. Der erste Schritt ist der wichtigste. Wir sind ja alle mehr oder weniger so, dass wir schon wissen, was richtig wäre zu tun. Ne? Also viele der Dinge, die zu einem zufriedenen, guten Leben beitragen, die sind ja bekannt. Ne? Man müsste sie nur machen. Und das Problem ist dann eben oft, dass wir uns dann einen Plan machen, einen Zeitpunkt setzen, wann wir mit diesen Dingen anfangen sollen. Und meiner Meinung nach, was wirklich immer ein positives Outcome hat, ist, wenn man einfach in dem Moment anfängt, sofort, nicht warten, nicht auf Montag, nicht auf nächste Woche und schon gar nicht aufs nächste Jahr, sondern was immer euer Ziel ist, fangt jetzt damit an. Und es muss nicht heißen, dass ihr das Ziel jetzt verwirklicht, das ist ja, meistens sind ja Ziele auch ein bisschen größere Anstrengungen, aber es gibt sicher einen ersten Schritt, mit dem ihr anfangen würdet, wenn ihr sagt, so, heute mache ich mich auf den Weg. Irgendeine kleine Sache und mit der fangt ihr heute an. Kleines Beispiel aus meiner eigenen Geschichte. Für mich war Social Media eigentlich immer ein Feindbild. Ich wollte eigentlich nie auf Social Media sein und schon gar nicht als Creator. Für mich war das Internet immer ein Ort von Fake-Leuten, Selbstdarstellern, aggressiven, beleidigenden Kommentarspalten unter dem Schutzmantel der Anonymität. Als ich dann mit dem Gedanken gespielt habe, meine Parfumleidenschaft mit jemandem zu teilen, musste ich mich entscheiden. Bringe ich ins kalte Wasser und setze mich der öffentlichen Meinung aus? Oder, was natürlich viel leichter gewesen wäre, verharre ich in meiner Unzufriedenheit und bin einfach neidisch auf die Leute, die ihrem Ruf folgen. Und Schritt für Schritt habe ich mich dann rangetraut an den Prozess, wobei ich mir wirklich bei jedem Punkt immer einen Exit offen gelassen habe. Also immer eine Flucht, immer ein, du musst dich noch nicht committen. Ich mache jetzt einfach mal und dann schauen wir, was passiert. Der erste Schritt war, ich drehe einfach mal ein Video, schau mal, wie sich das anfühlt, wie das so ist. Ich muss es ja auch niemandem zeigen. Ich kann es auch sofort wieder löschen und niemand hat es gesehen und nichts ist passiert. Also habe ich das gemacht. Da war das Video da. Dann dachte ich mir, ich könnte es ja eigentlich auch editieren. So ein bisschen Videobearbeitung üben, das ist bestimmt nicht verkehrt. Dann war es fertig. Und dann dachte ich mir, es ist jetzt schon ein bisschen schade, wenn das niemand sieht. Also lade ich es vielleicht mal auf YouTube hoch, aber ich sage einfach niemandem Bescheid, dass es das gibt. Und zur Not lösche ich alles wieder. Und genauso habe ich es gemacht. Ich habe 3 Videos gedreht, editiert und auf YouTube hochgeladen. Ich habe niemandem in meinem Umfeld gesagt, was ich tue. Ich habe niemanden, den ich kannte, Bescheid gesagt, dass ich jetzt auf YouTube bin. Das war mir ultra peinlich. Ich wollte nicht, dass irgendjemand sich denkt, oh Mensch, die Leni denkt jetzt, sie ist es jetzt. Und siehe da, nichts Schlimmes ist passiert. Es haben sich sogar ein paar Leute das Video angeschaut. Interessanterweise ein paar viele Leute. Und ich muss sagen, ich hatte auch ein bisschen Glück. Der Zeitpunkt, als ich meine Videos veröffentlicht habe, das war so 2 Wochen vor dem ersten Corona-Lockdown. Da waren die Leute viel auf YouTube. Ich weiß nicht, inwiefern das zu diesem initialen Kickoff beigetragen hat, aber es hat mir mit Sicherheit nicht geschadet. Und dann gab es sogar ein paar Leute, die sich weitere Videos gewünscht haben. Also habe ich noch ein paar gemacht. Und im Grunde habe ich einfach nur nie wieder aufgehört damit. Und jetzt bin ich seit 4 Jahren hier. Ich habe noch keinen einzigen Upload-Termin verpasst. Also ich lege mir meine Upload-Termine natürlich selber, aber was ich mir vorgenommen habe, habe ich immer geschafft. Und jetzt haben wir hier eine wunderbare, tolle Community und alles nur, weil ich Schritt für Schritt rangegangen bin, was mir geholfen hat, mich nicht zu überfordern und mich gleichzeitig auch nicht so unzulänglich zu fühlen. Und jetzt übertragen wir das mal auf euch. Horch mal in dich rein, was du wirklich erreichen möchtest. Gibt es irgendwas, was du unbedingt möchtest? Dann mach einfach heute den ersten kleinen, winzigen Schritt in die Richtung. Bringst den Stein ins Rollen und
Surprise, surprise, du musst nicht perfekt sein am Anfang, egal was du machst. Das erwartet niemand von dir, außer vielleicht man selbst von sich. Aber das ist ein anderes Problem. Nummer 2. Upgrade as you go. Hashtag keine Ausreden. Du kannst irgendwas nicht anfangen, weil dir die Ausstattung fehlt oder das Equipment oder was auch immer. Du findest einen Grund, warum es aufgrund von externen Umständen nicht geht, dass du mit deinem Projekt startest. Das ist alles Bull. Starte mit dem, was du hast und upgrade später, wenn du kannst. Jetzt im Fall von Videoproduktion zum Beispiel. Du kannst auch auf deinem Handy filmen. Das schlechteste Handy von heute ist immer noch 10-mal besser als die beste Kamera von vor 10 Jahren. Du hast unendliche Wissensressourcen. Du hast in der heutigen Zeit wirklich alle Möglichkeiten, dem nachzugehen, was du machen möchtest. Sei es jetzt ein Hobby oder sei es ein neuer Job. Ist egal. Aber du kannst deinem Ruf folgen, wenn du möchtest. Und natürlich, wenn ihr jetzt die Karriere wechseln wollt, dann kündigt nicht gleich euren Job, sondern fangt euren Side-Hustle erstmal an. Fangt an, werdet gut und wechselt dann, wenn es Sinn macht. Aber es war einfach noch nie so leicht wie heute, irgendwas zu lernen und darin gut zu werden. An dieser Stelle würde ich jetzt gern sagen, und das schaffst du mit unserem Sponsor Skillshare. Aber leider sponsert niemand dieses Video. Nummer 3. Perfection is the enemy of progress. Winston Churchill. Oder auch, don't let your want for perfection become procrastination. Was heißt das? Lass dich nie davon abhalten, eine Idee umzusetzen, aus Angst, dass es vielleicht nicht perfekt wird. Ich habe lange im Startup-Bereich gearbeitet und da gab es immer ganz viele Leute, die Angst hatten, dass jemand ihnen ihre geniale Idee klaut. Dabei gibt es nichts Wertloseres als eine Idee. Die Idee muss immer umgesetzt werden und da scheitern 95% aller Leute. Das heißt, habt keine Angst, dass euer Ergebnis nicht gut wird. Das wird nicht gut sein wahrscheinlich am Anfang. Meine ersten Videos waren auch Schrott. Aber du musst einfach starten, um besser zu werden. Und Learning nebenbei, niemand macht sich so viele Gedanken über dich, wie du denkst. Die Leute sind hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt. Das Universum dreht sich nicht um dich, auch nicht um mich. Die meisten Leute sind mit sich selber beschäftigt und du bist nur ein NPC. Es gibt also keinen Grund, Dinge aus Scheu vor Verurteilung nicht zu versuchen. Viertens, wenn man eine Tätigkeit finden will, die einen wirklich erfüllt, muss man sein Why finden. Finde dein Why. Als ich die ersten paar Videos damals veröffentlicht hatte, hat mein Mann mich gefragt, was ist eigentlich dein Ziel bei all dem? Was willst du erreichen? Warum machst du das? Und meine Antwort kam relativ schnell. Ich habe gesagt, ich möchte nie wieder Geld für Düfte ausgeben. Das war mein Ziel. Ich wollte einfach gerne, dass Düfte zu mir kommen und ich kein Geld mehr für Düfte ausgeben muss, weil ich einfach so viel testen wollte und so viel kennenlernen wollte. Es war einfach mein Traum und bis zu dem Punkt hatte ich echt mehrere tausend Euro schon für Parfum ausgegeben und ich meine, ich habe BWL studiert und es war mir als Ökonom schon klar, dass es nicht sehr weise ist, pro Monat ständig mehrere hundert Euro für Parfum auszugeben. Das heißt, mein Why war nicht, Geld zu verdienen mit dem Kanal. Ich hatte nicht mal 1000 Abonnenten zu dem Zeitpunkt. Ich war noch nicht mal monetarisiert, sondern ich wollte immer Zugang zu Parfum haben. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo es Parfum regnet, ja, wo pro Woche mehrere Parfums zu mir kommen. Und was bedeutet das? Zeit für ein neues Why. Und als ich dieses Video vorbereitet habe, habe ich mir gedacht, ja Mensch, jetzt musst du wirklich ein neues Why überlegen. Und dann habe ich mir überlegt, warum mache ich das jetzt eigentlich noch hier? Ich könnte ja jetzt auch sagen, okay, ich habe jetzt 600 Düfte, passt, I'm set for life, wir machen den Kanal jetzt zu. Und dann habe ich gemerkt, ich habe mittlerweile ein anderes Ziel. Ich möchte, dass meine Parfum-Community hier der schönste, heimeligste, non-toxischste Ort im Internet ist, wo Leute ihrer Leidenschaft nachgehen können. Und ich glaube, wir sind auf einem verdammt guten Weg. Zurück zu euch. Genauso kannst du dich von Zeit zu Zeit fragen, was ist eigentlich mein Ziel? Warum mache ich das, was ich mache? Und so findest du entweder raus, auf welche Tätigkeiten du dich mehr konzentrieren kannst oder dass du vielleicht was ganz anderes machen willst. Nummer 5. Mehrwert ist Mehrwert. Oder warum ich langsam wachse. Das ist eine Erkenntnis, die gilt, glaube ich, für jeden Bereich im Leben. Es gibt die billige, kurzfristige Art, etwas zu schaffen. Ich denke zum Beispiel jetzt, wenn wir in meinem Metier bleiben, an TikToker, die Trendthemen aufgreifen, ohne irgendwie einen Mehrwert zu bieten. Ja, die kriegen die Klicks, ja, die kriegen die Views, die gehen vielleicht sogar viral und bauen sich dann Following auf. Aber zu dem Following
haben sie keine Beziehung. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Mehrwert für andere zu schaffen. Inhalte, Arbeit, Dienstleistungen, Produkte, die Menschen helfen. Mein Mehrwert zum Beispiel ist, euch Orientierung in einem unglaublichen Meer aus Duftoptionen zu schaffen, euch zu inspirieren und Reibungspunkt für eure Entscheidungsfindung zu bieten. Das bedeutet, meine Videos sind länger als 15 Sekunden, ich bereite mich vor, ich versuche mich in euch hineinzuversetzen und euch meine Meinungen und Gefühle bildhaft und möglichst plastisch anfassbar zu beschreiben. Bei den Duftstar Awards hat Jeremy Fragrance was auf der Bühne gesagt, das ist bei mir irgendwie hängen geblieben und hat sich in mir gerieben. Und zwar hat er gesagt, schon umgeschaltet, gucken die sich ein Justin Bieber Video an oder so. Wir konkurrieren ja mit Justin Bieber oder mit Arnold Schwarzenegger. Also so viel zum Thema. Kurz takten. Er konkurriert mit Justin Bieber. Ich konkurriere nicht mit Justin Bieber. Wir haben nicht dieselbe Zielgruppe. Das Einzige, was Jeremys und meine Zielgruppe gemeinsam haben, ist, dass sie sich für Parfum interessieren. Aber ansonsten nicht viel. Er bietet Unterhaltung und benutzt dazu oft das Medium Parfum. Manchmal auch nicht, manchmal benutzt er auch nur sich selbst, was auch okay ist. Er ist ja auch sauunterhaltsam, sind wir mal ehrlich. Ich dagegen biete duftbegeisterten Leuten ein Refugium zur Inspiration, zur Entspannung und zum Abnörden. Das sind ganz verschiedene Sachen. Und mein Ansatz hat garantiert das schlechtere Wachstum. Aber dafür habe ich eine unglaublich aktive und engagierte Community ohne Hass und Hetze, wie man es fast nirgends im Internet findet. Den Beweis dafür haben wir sogar schwarz auf weiß, weil ihr mit euren Stimmen dafür gesorgt habt, dass ich den Duftstars Award als bester Creator gewinne, obwohl wir insgesamt das kleinste Following von allen Nominierten waren. Und übertragen aufs Leben heißt es, versuche wann immer du kannst, wirklich einen Mehrwert zu stiften, deine Mitmenschen zuzuhören, hilfreich zu sein, irgendwie wirksam zu sein. Ich glaube, auf diese Art und Weise schaffst du in deinem Leben Beziehungen, die wirklich was bedeuten, die dich und andere bereichern. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es einen noch glücklicher macht. Ich bin hundertprozentig sicher, dass ich aus meinem Job mehr Zufriedenheit ziehe als in Jeremy Fragrance. Nummer 6. Hör auf, dich ständig zu vergleichen oder übertragen auf meinen Job. Nicht jedes Video kann dein Bestes sein. Klingt einleuchtend, oder? Sich ständig zu vergleichen ist die große Krux an Social Media. Natürlich vergleichen wir uns nicht mit den schlechtesten Videos, Bildern oder Leistungen von anderen, sondern immer nur mit deren Besten. Super ungesund, sollte man nicht tun. Ist sehr leicht gesagt, aber schwer zu befolgen. Nicht die ganze Zeit in den Analytics rumzuhängen und die eigene Performance zu analysieren und zu vergleichen, ist eine der größten Herausforderungen für jeden Creator. Du siehst, was gut funktioniert und du weißt genau, was du machen müsstest, um das auszuoptimieren. Ich bin mir zum Beispiel sicher, ich könnte viermal so schnell wachsen, wenn ich ab jetzt nur noch Content für Männer machen würde, Dating-Top-10-Listen und am besten noch auf Englisch. Und du weißt vielleicht auch, was du kurzfristig tun müsstest, um erfolgreicher zu sein. Bei deinem Chef mehr einschleimen, Kunden unrealistische Sachen versprechen, Dinge auf Kredit kaufen, whatever. Aber es ist zu kurzfristig gedacht. Mein großer Teil meiner Arbeit ist Inspiration und Kreativität. Und bei mir als Creator insbesondere auch Eigenmotivation. Wenn ich die nicht mehr habe, ist der Kanal hier Geschichte. Und ich weiß, wenn ich versuchen würde, meinen Kanal so gnadenlos auszuoptimieren, hätte ich in 0,nix keinen Bock mehr auf meinen Job, würde es ganz sicher nicht durchhalten, ständig neuen Content zu produzieren und würde schnurstracks in einem Burnout rennen. Deswegen ist meine Policy für meinen Kanal auch hin und wieder Themen zu machen, von denen ich ganz genau weiß, dass sie nicht klickstark sind, aber ich mache sie für mich, weil sie mir Spaß machen. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind vor allem die Serienvideos, Brand Reviews und auch Videos wie dieses hier. Und deswegen versuche ich mich nicht zu vergleichen. Ich schaue keine anderen Duft-Creator an. Ich gucke mir nicht an, wie viel sie wachsen. Ich gucke mir nicht an, welche Themen sie machen. Hin und wieder ist nicht zu vermeiden, dass ich das mitkriege. Aber ich schaue mir nicht die Videos an. Ich habe keine Lust auf die Grübelei. Ich versuche mich auf mich zu konzentrieren und was mich sozusagen am Ball bleiben lässt. Und am Ball bleiben ist 95% des Erfolgs. In your opinion? Excuse me? In your opinion? Yes, in my opinion. Was uns zu Punkt 7 bringt, der größte Erfolgsfaktor ist Beständigkeit. Play the long game. Dieser Punkt ist so wahr, unintuitiv, vor allem für Perfektionisten wie mich, aber so war. Der Nummer 1 Faktor zum Erfolg ist nicht Qualität, wertvoller Content, ästhetisches Bild, angenehmer Ton, passendes Tempo in meinem Fall. Auch nicht Quantität, wie oft ich poste, sondern Durchhaltevermögen. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, ja, was laberst du denn? Deine Produktionsqualität ist doch top. Aber das ist sie jetzt. Das war sie nicht am Anfang. Schaut euch mal Videos vor 4 Jahren an. Oder schaut sie euch nicht an, bitte. Aber das, was ihr jetzt seht, ist das Ergebnis von 4 Jahren Üben. Und das ist vielleicht die größte Erkenntnis, die ich so gewonnen habe in den letzten Jahren. Der Weg zum Erfolg ist einfach nicht aufhören, sondern durchhalten. Ist so. Warum ist es so? Hat mehrere Gründe. Erstens, du wirst mit Wiederholung automatisch besser in dem, was du tust. Vielleicht habt ihr auch schon mal was von der 10.000-Stunden-Regel gehört.
Und es ist auch einfach so, dass Quantität Qualität treibt. Je öfter ihr was macht, desto besser werdet ihr im Schnitt. Zweitens, warum musst du dranbleiben? Es mag durchaus Leute geben, die besser performen als du, aber wenn die nach ein oder zwei Jahren schon ausgebrannt sind und keinen Bock mehr auf ihren Job haben, dann wirst du trotzdem erfolgreicher sein. Meiner Meinung nach zahlt sich Beständigkeit in jedem Lebensbereich aus. Nicht nur im Job, um in einer Sache richtig gut zu werden, sondern auch in Beziehungen. Mein Mann und ich, wir sind jetzt über 16 Jahre zusammen. War jede Minute davon toll? Nein. Hatte jeder von uns beiden schon mal Lust hinzuschmeißen? Ja. Haben wir schon mal hingeschmissen? Ja. Aber wir haben uns in jeder Krise, und es gab einige, immer wieder füreinander entschieden und hart gearbeitet. Und ich denke, so ist es mit allen Dingen im Leben. Richtige Zufriedenheit stellt sich dann ein, wenn man hart gearbeitet hat, weiß, dass man gut ist und stolz auf sich sein kann. Wenn man sozusagen das Imposter-Syndrom besiegt hat endlich. Gilt genauso für die eigene Gesundheit, Ernährung, Sport, wie auch immer. Die Früchte am Ende einer langen Periode von Beständigkeit sind exponentiell süßer. Der Satz klingt bescheuert. Der ist von mir. Er klingt bescheuert, aber er ist wahr. Nummer 8. Mach es nicht wegen der Kohle. Frag dich, was du wirklich willst. Jetzt wären wir ein bisschen idealistisch und ich kann mir vorstellen, dass einige Leute hier nicht mit mir übereinstimmen. Viele, ich würde sogar schätzen, die meisten Leute, starten eine Content-Creator-Karriere, um viel Geld mit wenig Arbeit zu machen. Um gleich mal mit diesem Mythos aufzuräumen, Content-Creator sein, wenn man es ernsthaft macht, ist ein sehr aufwendiger, anstrengender Job. Nicht nur musst du dich die ganze Zeit selber motivieren, niemand tritt dir in den Hintern, gibt dir für Urlaub frei oder bezahlt dir Krankheitstage, sondern deine Arbeit wird auch permanent von der Öffentlichkeit bewertet, was ein ganz schöner Druck ist, dem man schon auch gewachsen sein muss. Ein eigentlicher Punkt ist aber, es kommt der Zeitpunkt, an dem man sich entscheiden muss. Die ersten Firmen bieten einem bezahlte Kooperationen an, es ist verlockend, endlich Geld zu verdienen und da muss ich fragen, ist es das wert? Überleg dir gut, was dein eigentliches Ziel ist. Passt diese Firma da ins Bild? Wenn nein, sag nein. Bleib dir treu, verkauf deine Seele nicht und wenn sich irgendwas nicht gut anfühlt, lass es sein. Dauert dann vielleicht alles etwas länger, aber früher oder später wird deine Integrität dann belohnt und es werden dich die Leute finden, die Partner finden, die Firmen finden, mit denen du leben, zusammenarbeiten, eine Beziehung haben willst und das wird dann richtig toll. Mein Mann und ich, wir sind ja beide selbstständig, arbeiten in unser beider Business so und es hat uns noch nie in den Hintern gebissen. Hör dir die Angebote ruhig an, die auf dich zukommen. Hör auf dein Bauchgefühl. Und wenn es dir Nein sagt, auch wenn vielleicht auf dem Papier alles super aussieht, dann sag trotzdem Nein. Wie gesagt, für mich hat das immer funktioniert und ich bin schon so einigen schwierigen Kunden entgangen dadurch. Nummer 9. Das ist interessant. Hinterfrage deine Glaubenssätze. Hashtag Es gibt nur Freunde, keine Feinde auf YouTube. Irgendein schlauer Mensch, und mir fällt beim besten Willen leider nicht mehr ein, wer das war, hat gesagt, auf YouTube gibt es keine Feinde, nur Freunde. Was meint ihr damit? Ganz sicher nicht die Kommentarspalten, sondern es war bezogen auf Konkurrenz unter Creatern. Also Leute, die dasselbe machen wie man selbst. Der Instinkt sagt ja eigentlich, Mensch, der nimmt mir meinen Zuschauer weg. Auf den zweiten Blick ist aber sogar das Gegenteil. Der YouTube-Algorithmus funktioniert ja so, dass er Leuten, die bestimmte Videos angeschaut haben, ähnliche Videos empfiehlt. Das heißt, wenn er dein Interesse identifiziert hat, schlägt er die ähnlichen Content von anderen Creatern vor. Jedem von euch wurde bestimmt schon mal unter meinem Video ein Video von der Angelina vorgeschlagen und viele Leute sind bestimmt auch nur bei mir, weil sie mein Video unter einem Video von der Angelina gesehen haben. Das heißt, auf YouTube ist es absolut von Vorteil, wenn es Leute gibt, die ähnliche Sachen machen wie du. In der Nische vor allem. Außerdem zwingt es einen natürlich auch, im Ball zu bleiben. Man sagt ja auch, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich finde, das trifft hier eher zu. Was heißt das jetzt aufs Leben bezogen? Ich denke, dass man seine negativen Impulse oder Glaubenssätze immer hinterfragen sollte. Insbesondere, wenn andere Menschen versuchen, einem die Welt zu erklären. Mir ist die Ironie dieses Satzes in diesem Kontext jetzt wohl bewusst, aber es lohnt sich immer wieder, Dinge kritisch zu hinterfragen und sich nicht von der Masse mitziehen zu lassen. Misery loves company und Leute mit negativem Ausblick auf die Welt versuchen auch einfach, immer andere Leute mit runterzuziehen. Und es bedeutet vielleicht auch, dass sie dir Glaubenssätze versuchen einzudoktrinieren, die dich davon abhalten, ein sorgenfreieres Leben zu führen. Und das bringt mich zu meinem 10. und vielleicht wichtigsten Punkt. Ich nenne ihn, du bist, was du isst oder lass dich nicht auf Beef ein. Natürlich wird man hin und wieder mal in Streit reingezogen. Insbesondere in der Creator-Community ist es ja ein cheap Thrill, einfach Drama mit anderen Creatern vom Zaun zu brechen und dadurch Klicks zu generieren. Ist leider auch unsere Parfum-YouTuber-Community nicht frei davon. Weil die Strategie ist ja eigentlich ein No-Brainer, ne? Du musst dir keine Arbeit machen, du musst keinen wirklichen Content kreieren. Du reagierst einfach auf jemanden oder kritisierst jemanden offen und es bringt dann auch noch mehr Klicks, weil es sensationell ist. Eigentlich Hammer, oder? Warum machen wir das nicht alle?
Mein Standpunkt ist dazu, du bist, was du isst. Sprich, wenn du dich mit negativen Vibes beschäftigst oder sie erzeugst, spürst du sie auch. Und zwar auch nicht nur in der Schwingungsebene deiner Psyche, sondern auch schwarz auf weiß in den Kommentarspalten. Aber was passiert da genau? Du legst dich mit jemandem an oder reagierst auf den in einer negativen Form und deine ganzen Fans unterstützen dich natürlich aus vollem Herzen, aber die Fans des anderen hetzen auch wieder gegen dich und du beschäftigst dich die ganze Zeit sinnlos mit negativen Gefühlen und Rachegedanken, die nicht nur dich, sondern auch deine Community vergiften. Wenn das mal passiert ist, dann ist es wahnsinnig schwer, wieder loszuwerden. Die Stimmung ist dann, wie sie ist. Ich erinnere mich noch an eine Anekdote, der Jeremy Fragrance hat vor Jahren mal ein Video gemacht, in dem er auf mich reagiert hat oder auf eins meiner Videos reagiert hat. Das war nicht mal besonders negativ oder so, aber es hat dazu geführt, dass einige seiner Fans dann zu mir rübergeschwappt sind. Es waren so circa 100 Leute, die da gekommen sind. Und dann hatte ich in meinen Kommentaren in den folgenden Wochen ständig sexistische, herabwürdigende Sprüche da von diesen Leuten und habe gedacht, ich hätte die eigentlich nicht haben wollen. Ich will die nicht bei mir haben. Nicht jeder Follower ist ein guter Follower, den du unbedingt haben willst. Was habe ich also gemacht? Ich habe mich dann vorrangig auf Damen-Content konzentriert, der diese Männer nicht sehr interessiert hat. Und dann ist es irgendwann langweilig geworden. Dann sind sie wieder gegangen. Aber es war keine schöne Zeit. Das heißt, die Strategie ist, und das gilt auch für mein restliches Leben, gib dem Feuer keinen Sauerstoff. Halte dich aus allem Negativen raus. Nicht, dass ich nicht auch mal versucht gewesen wäre, meine Meinung zu anderen YouTubern zum Besten zu geben, aber da habe ich mir dann gezügelt und ich habe mir auf diese Weise eine Community kultiviert, die hauptsächlich aus tollen, netten Leuten besteht. Den Stressern ist es bei uns einfach zu langweilig. Und ein anderer YouTuber, dessen Namen ich leider auch vergessen habe, den hat meine Julius mal geschickt, aber ich habe ihn nicht mehr gefunden. Der hat mal auch was sehr Schlaues gesagt. Wenn man auf negative Kommentare reagiert, ist es eigentlich eine Geringschätzung gegenüber den Zuschauern, die einem was Positives schreiben. Was ja 99% von euch sind. Denn diese Leute geben was von ihrer Zeit, um mir ein positives Gefühl zu bescheren. Dementsprechend sollte ich meine Zeit auch diesen Leuten widmen, wenn ich auf Kommentare antworte. Und genauso halte ich es auch in meinem Leben. Toxische Leute fliegen sofort raus. Ich bin da wirklich cutthroat. Ich habe da null Toleranz. Die fliegen raus. Und ich würde euch dasselbe empfehlen. Schenkt den Leuten eure Aufmerksamkeit und Energie, die euch erfreuen, die euch inspirieren, in deren Gegenwart ihr euch gut fühlt und vermeidet den Kontakt mit den Leuten, die euch ein schlechtes Gefühl geben, euch niedermachen, euch gaslighten, euch ausnutzen. Und falls du es bis hierher angeschaut hast, dann erstens mal ganz lieben Dank. Ich würde mich total freuen, wenn du dem Video einen Daumen hoch gibst, es vielleicht mit irgendjemandem teilst, dem das Video weiterhilft, den Kanal abonnierst, falls du neu hier bist. Und ich freue mich auf eure Kommentare zu dem Thema und vor allem auch, euch im nächsten Video wiederzusehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.